Willkommen zu dieser Meditation für ein neues Leben. Diese Meditation wird dir helfen, dein Leben zu verändern. Such dir eine bequeme Position, gern auf dem Sofa oder auf dem Bett. Sitz am besten aufrecht und dann atme mal ganz tief durch. Und jetzt atme ganz ruhig und gleichmäßig. Mit jedem Atemzug spürst du die kühle, frische Luft, wie sie in deine Lungen strömt, den frischen Sauerstoff. Und beim Ausatmen bläst du die ganze alte Luft und damit auch alle Anspannung und allen Stress aus dir raus. Mit jedem Atemzug fühlst du dich leichter und freier. Und jetzt halte die Luft mal kurz an. Spür, wie sich da ein Druck in dir aufbaut. Und dann atme die ganze Luft mit einem lauten Seufzer wieder aus. Und nochmal tief einatmen, die Luft kurz anhalten und dann mit einem lauten Seufzer wieder ausatmen. Und jetzt atme ganz normal weiter. Ganz ruhig und gleichmäßig. Ein neues Leben, ein besseres Leben. Bestimmt hast du ein Ziel oder einen konkreten Wunsch, den du damit in Verbindung bringst. Irgendetwas, das du gerne tun möchtest oder erreichen möchtest, um damit dieses bessere Leben für dich Realität werden zu lassen. Vielleicht ist dieses Ziel sehr präsent in deinem Leben. Es kann aber auch sein, dass du es viele Jahre beiseite geschoben hast und es ganz verschüttet ist oder vielleicht sogar fast vergessen ist. In deinem Leben gibt es jeden Tag Dinge, um die du dich kümmern musst. Dinge, die dringend erledigt werden müssen. Du wachst auf und deine Gedanken drehen sich um das, was du heute einkaufen musst, um die Menschen, mit denen du zu tun hast, um deine Aufgaben, um deine Arbeit,
Und am Abend bist du erschöpft, weil diese Dinge all deine Kraft und all deine Energie beansprucht haben. Die Frage ist, wo möchtest du die Energie, die du hast, eigentlich einsetzen? Weil wenn du dich jeden Tag immer nur mit dem beschäftigst, was gerade akut zu tun ist, wird sich sicher niemals irgendetwas ändern. Lass dein Leben nicht einfach an dir vorbeiziehen. Du kannst bewusste Entscheidungen treffen. Was ist denn dein Ziel? Was ist dein Wunsch? Möchtest du eigentlich ein anderes Leben, ein besseres Leben führen? Was für ein Leben möchtest du führen? Investier jeden Tag ein kleines bisschen Zeit, ein kleines bisschen Energie in das, was dir wirklich wichtig ist. Eine kurze Meditation ist am Anfang vielleicht schon genug. Fokussiere dich auf dein Ziel. Fokussiere dich auf das, was du möchtest. Du musst dich einfach nur bewusst entscheiden. Jeden Tag ein bisschen Energie für deinen Traum, für dein Ziel aufzubringen. Es ist deine Entscheidung. Es liegt wirklich nur an dir. Jetzt kommen wir zu deinem Ziel. Was ist denn dein Ziel? Was ist dein Wunsch? Wo willst du in 5 oder 10 Jahren stehen? Was für ein Leben willst du in der Zukunft führen? Und wer müsstest du sein? Was müsstest du tun, um dieses Ziel zu erreichen? Jetzt versuch dir mal vorzustellen, wie du diese Dinge tust. Stell dir vor, wie du motiviert auf dieses Ziel hinarbeitest.
vor deinem geistigen Auge. Stell dir eine Szene aus der Zukunft vor. Stell dir vor, wie du die Dinge tust, die dich deinem Ziel näher bringen. Wo bist du? Und was machst du? Siehst du dich dort in der Zukunft? Was sind die Schritte, die du gehen musst, um deinen Traum wahrzumachen? Sieh dich selbst, wie du diese Dinge tust. Und jetzt schau dich an. Das ist dein Vorbild. So willst du sein. Siehst du, wie glücklich du bist, weil du deinem Ziel immer näher kommst? Weil du weißt, du kannst dieses Ziel erreichen. Was tust du dort in der Zukunft, um deinen Wunsch wahrzumachen? Diese Version von dir existiert bereits und sie ist zum Greifen nah. Du musst sie nur in deine Realität holen. Du beobachtest dich. Du kannst dich sehen. Also existiert diese Version von dir bereits. Vor deinem geistigen Auge siehst du deine Zukunft. Und es fühlt sich so real an, so nah. Und jetzt stell dir vor, wie dein Leben sein wird, wenn du es geschafft hast, wenn dein Ziel wirklich wahr geworden ist. Vor deinem geistigen Auge. Stell dir vor, du hast dein Ziel erreicht. All deine Wünsche sind wahr geworden und du lebst in dieser neuen Realität. Du bist mittendrin und du kannst sie erleben.
schau sie dir genau an, bis ins kleinste Detail. Wo bist du in dieser Zukunft? Ist es dort warm oder kalt? Wie riecht es dort? Wer bist du in dieser Zukunft? Was hast du schon erreicht? Und was machst du dort? Vor deinem geistigen Auge kannst du deine Zukunft sehen, sie erleben. Du siehst alles ganz klar. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich in dieser Zukunft? Kannst du deine Energie spüren? Du bist endlich angekommen. Du bist dort, wo du immer hin wolltest. Und jetzt hast du es geschafft. Du spürst diese Zufriedenheit, diesen inneren Frieden. Saug diese Energie in dich auf. Lass deinen Körper spüren, wie sich dieses neue Leben anfühlt. Speicher diese positiven Gefühle in jeder Zelle deines Körpers. Du kannst erleben, wie sich dieses Leben anfühlt, bevor es Realität geworden ist. Du brauchst nur ein klares Ziel. Wenn du weißt, wo du hin willst, dann kannst du dich ganz langsam in diese Richtung bewegen. Einen kleinen Schritt nach dem anderen. Was genau ist dein Ziel? Du musst dieses Ziel genau definieren, um die Richtung zu kennen und um dich motiviert zu fühlen, um dich auf dein Ziel zu freuen. Du kannst diese neue Version von dir sehen,
bevor sie Realität geworden ist. Du siehst sie ganz klar vor dir. Dieses Leben ist kein Traum. Es ist total realistisch. Du musst dich nur auf den Weg dorthin machen. Du musst nur endlich anfangen. Du hast nur dieses eine Leben. Willst du dieses Leben einfach so an dir vorbeiziehen lassen? Willst du es nicht wenigstens ernsthaft versuchen? Das Schlimmste ist doch, später im Altenheim zu sitzen und dich zu fragen, was wäre gewesen, wenn? Du kannst es schaffen. Diese Version von dir existiert schon. Und du kennst den Weg. Du weißt, was dein nächster Schritt in diese Richtung ist. Nichts ist schlimmer als das Gefühl, eine Chance vertan zu haben. Sich später zu ärgern, dass du es nicht versucht hast. Und weißt du was? Du hast schon so viel durchgemacht. Du hast es echt verdient. Du hast es so verdient, dieses Leben zu leben. Dein Leben ganz auszukosten und deine Träume wahrzumachen. Denk an die Menschen, die dir wirklich etwas bedeuten. Auch sie würden davon profitieren. Auch ihr Leben würde wahrscheinlich besser werden. Ist es das nicht wert? Und wenn du es geschafft hast und in den Spiegel schaust, dieses Gefühl, immer an sich geglaubt zu haben, stolz auf sich zu sein, stolz zu sein, was du aus deinem Leben gemacht hast. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum du es wenigstens versuchen musst. Die meisten Menschen lassen ihr Leben einfach so an sich vorbeiziehen. Aber du bist nicht so. Du bist nicht wie all die anderen. Du hast ein Ziel. Es steckt so viel in dir. Du musst es nur zulassen. Du musst dich nur trauen. Und du weißt, dass es möglich ist. Vor deinem geistigen Auge stell dir vor, was du als nächstes tun musst, um deinem Ziel einen kleinen Schritt näher zu kommen.
Und wenn dieser Schritt noch zu groß erscheint, dann musst du ihn vielleicht einfach nur in noch kleinere Schritte aufteilen. Was musst du tun, um die Version von dir zu werden, die du eben gesehen hast? Du bist schon auf einem guten Weg. Und manchmal kann man seine Ziele schneller erreichen, als man denkt. Du musst nur jetzt ins Handeln kommen. Arbeite an dir. Meditiere jeden Tag. Geh einen kleinen Schritt nach dem anderen. Der Weg wird sich ergeben, während du weitergehst. Keine faulen Ausreden mehr. Niemand sagt, dass es einfach wird, aber es ist machbar. Und das weißt du. Was ist dein Plan? Was wirst du als nächstes tun? Mach keine Dummheiten, keine überstürzten Entscheidungen. Mach einen Plan. So kannst du diesen Traum zu deiner Realität machen. Es ist eigentlich ganz einfach. Und du hast es so verdient, dieses Leben zu leben. Nutz dein Potenzial, weil du hast alles, was du brauchst. Spür die positive Energie, die von deinem Ziel ausgeht. Diese Energie ist wie eine Welle, die dich mitnimmt. Schwimm mit dieser Welle. Das Wichtigste ist, dass du dran bleibst, dass du nicht aufgibst. Fokussiere dich auf dein Ziel. Und dann geh einen Schritt nach dem anderen. So wirst du dein Ziel erreichen. Meditiere jeden Tag, das hilft dir, motiviert zu bleiben. Nimm diese Energie mit in deinen Alltag. Und jetzt komm langsam wieder hierher zurück, wo du sitzt, und öffne deine Augen. Falls dir diese Meditation gefallen hat, abonniere unbedingt meinen Kanal, damit du nichts verpasst. Einfach auf den roten Button klicken. Ich veröffentliche hier jede Woche eine neue Meditation, die dir hilft, dein Leben besser zu machen.